Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier auf Karte auf diesem Marsch. Version 2.7. Der Anhänger spinnt ein bisschen. Der Deckel wollen die auf mich zugehen. Auch wenn ich mit Taste 8 drücke, hier auch, geht nichts. Er geht wieder auf oder zu. Ich fahre ihn jetzt mal selber zum Hof. Und dann mal schauen, ob ich da vielleicht umrüsten kann. Ohne Klacke. Das ist ein neues Anhänger-Mod. Paket. Zeig mal ganz kurz. Und zwar diese hier. 1, 2, 3, 4. Die haben etwas mehr Volumen drin. Ne? Warum wird da angezeigt die PS-Zahl? Ich habe diesen gekauft. 8,5 Liter. Man kann ihn entsprechend einrüsten. Und der hat 80.000. Der hat 75.000. Bisschen viel eigentlich, aber gut. Aber das muss nicht stören, ne? Ich wollte mal einprobieren. Aber vielleicht geklappt. Nur klappt der nicht so recht bei der Ernte. Dunkel, ich bin kein Freund von Dunkelfahren, ne? Also Traktor ist mutzig, ne? Gewicht, Traktor, na gut. Kippe. 3,4%. Ist okay. Also nicht weiter stören. Hat er keine Waschanlage, ne? War es nicht aufgefüllt, ne? Ja, ist 58 Tonnen. Naja, weiß nicht, ob das so gut ist, ne? Für die Straße. Tja, ich wünsche mal allen einen schönen Sonntag, ne? Sehe ich gerade so, ne? Folge mal 7. Ich muss so sagen, ich staune selber, heute habe ich es geschafft, die 7 Folgen in einem Stück, ne? Ja, gut, deswegen nicht, aber ist eigentlich auch besser wegen der ganzen Ernte-Geschichte, ne? Aber wie gesagt, das aktuell stockt das wieder ein bisschen, ne? Also irgendwo ein Fahrer steht und schläft oder Stau sehe ich keinen, obwohl da auch drei Fahrer da sind, ne? Ja, ich gucke in der Karte. Den werde ich einfach mal links abstellen, parken und gucken, dass die anderen Fahrzeuge arbeiten. Denn irgendwann ist hier wieder faul. Der steht, der auch. Ja. Ja, der arbeitet auch nicht. Der Messer Ferguson. Steht nicht. Die Drescher fahre ich weg, sobald ich Zeit habe. Ne? Also das ist aktuell. Ja, die Aussaat, da klappt nichts, ne? Die Reststroh, da wird man in den nächsten Ring sicherlich weggehen. Aber so im Großen und Ganzen oder Heu sauber gearbeitet bis jetzt. Auf scharf eingestellt. So, hier ist Verkehr. Der läuft, der fährt. Gut. Unser Hackschnitzel fährt auch fleißig. Mal schauen, ob ich jetzt einkaufen kann. Müsste eigentlich noch was einkaufen. Gut, da muss ich mir die Fahrzeuge entlassen vorher. Wahrscheinlich blockiert ein Autofahrer das ganze Geschehen und das. Dann kann man nicht einkaufen. Flügen, lange noch. Ja, 1,41, so lange machen wir heute nicht mehr. So. Der fährt und da können wir nicht springen, ne? Das ist mir ganz komisch. Da geht auch nicht. Ich weiß aber nicht genau warum. Kontrolle. Versteht nicht.
Das ist mir zu hoch. Ist mir zu hoch. Ich fahre mal Richtung Straße. Dass da den Punkt findet, wo er fahren kann. Ne? Der nächste, der 1050, steht auch schon eingefallen auf derselben Stelle. Nee, nee. Du musst hier Hochsiedler entladen. Der 65 ist ja ist ja voll, ne? Ja, das geht schon eher. So, nehmen wir gleich den nächsten. Kontrolle. Steht auch hier, voll. Und macht nichts. Fahren wir auch zur Straße hin. Gucken wir gleich. Im Dunkeln mag ich eigentlich gerne spielen. Man sieht ja so wenig, ne? Und das ist ja auch für euch ungünstig. Zuschauen, aber bei der Ernte geht nicht anders. Da liegt mir Zeit im Nacken, kann man sagen. Entschuldigung. Jetzt hat er aufgeklappt. Ist mir noch egal. Wir fahren in Richtung Hof und dann geht das ja, umrüsten auf ohne Deckel, ne? Bisschen weniger Leistung, also weniger Inhalt. Vielleicht dann besser. Ja, die anderen Ballen, die sagen nicht von Helm. War ja darum, dass ich die Felder 19 und 36 wollte ich zuerst absammeln. Das alles andere kann später gemacht werden. Nach der Ernte nachher. Ja, Mitte Herbst, ne? Also im Prinzip bald ja, Ende Herbst, ne? Ja, und bis dahin muss die Ernte erledigt sein, ne? Also bis dahin, also Tag 6 im Herbst, dann wird das schon fertig sein. Flügen kann ich auch im Frühling zur Not, ne? Aber die ganzen Faktoren sind ja alle jetzt mehr oder weniger auf Feld Nr. 65 in Beschlag. Und das wollte ich ganz gerne. Brauche ich ja zum Flügen, ne? Ich habe auch drei Flüge da, also zwei Flüge. Ein Flug und noch ein Flug. Ja, klingt blöd, aber ich glaube, Flüge, ne? Ja. Bin mir nicht ganz sicher, aber. Ja. Da hätten wir schon mal angefangen mit dem nächsten Feld mit Flügen. Ich brauche einen Flug. Traktor, ne? Also da. Aber die Aussaat ist auch ein bisschen wichtiger. Da, wo der Hopfen ist oder war, da sollen Sonnenblumen rauf. Und die kann ich sowieso erst im Frühling aussehen. Von daher ist es nicht ganz so dramatisch. Wenn ich im Winter flügen könnte, wenn das Wetter das zulässt, flüge ich auch im Winter. Meistens geht noch ersten, zweiten Tag im Winter, also Januar im Prinzip, ne? Also Dezember, Januar. Aber zur Not auch im Frühling. Sobald das Wetter das zulässt, ne? Ja, da stehen sie auch schon wieder, ne? Aber wie gesagt, das ist oft gar nicht mal so, kann man sich nicht erklären. Ist,
Also entlassen, wieder einsteigen und die kippen ab. Ich weiß nicht warum. Also. Ob den Trigger nicht erkennen kann, ich weiß es nicht. Der müsste da gar nicht lang fahren, aber wie gesagt, wenn ich heute die Kurse einfahren würde für Abladen und so, dann würde ich es anders tun. Aber wie gesagt, was wäre, wenn, was hätte er nicht, ne? Am Anfang ist es halt so, ne? Man muss Lehrgeld zahlen, ne? Ja, schön gemacht. Aber irgendwas ist doch faul. Ob das mit Aurex anhängt, könnte sein, ne? Oh, der nächste ist da. Aber ich muss mal sehen, dass ich das entsprechend jetzt so läuft halt einigermaßen. Wir werden nochmal 7 Tage brauchen, beziehungsweise 7 Folgen. Ernte nebenbei und später nachher. Der ist schon leer, ne? Oder? Oder er muss die Runde nochmal fahren, das kann auch sein. Ungünstig. Wie gesagt, so auf zur Werkstatt und gleich mal tanken, ne? Dieser Tanken ist, habe ich noch keinen Punkt errichtet. Hier wollte ich sowieso nur als Dunkelfall verwenden, ne, später. Wollte ja eigentlich die Tankstelle bei der BGH mal einfahren. Das mache ich im Winter. Das ist jetzt nicht möglich. Ja, Mais. Ja, gut, Mais. Vielleicht kann man auch ein Feld kaufen, ne? So, reparieren. Ja, bringen wir mal gleich. Konfigurieren, ne? So. Machen wir ohne Anhänger, ne? Also ohne Deckel. So. Checken wir gleich wieder los, ne? Aber wir fahren mal an die Jungs vorbei. Beule gemacht, du. Nee. Nein. Ja, losschicken. Zack. Lass ihn fahren. Jetzt scheint es zu funktionieren, ne? Ja, dann schön ist immer mal aufhören, ne? Ah, wie gesagt, die Rüben, das ist. Ja. Das geht nächste Woche auch noch. So, 2 stehen, na gut. Wieso ist da nicht weitergemacht worden? Achso, weil er ausgeschert ist, okay. Was ist hier los? Ich muss die Bänder wegfahren, ne? Das ist ja nicht gut. Steht im Weg. Den muss ich so abkoppeln und einen anderen Traktor hin anhängen will, ne? Wieso? Das kann sein, Kollision ist, ne? Das ist möglich. Was ich heute erfahren habe, bei Kettle und Kopf soll noch ein Update kommen. Wahrscheinlich, betone wahrscheinlich vor Ostern. Ärgert mich doch nicht fest. Wahrscheinlich. Was da nun genau kommt,
Das weiß ich aber jetzt auch nicht, ne? Das habe ich noch nicht mitbekommen. Sie experimentieren noch mit einiges, ne? Einiges experimentieren sie noch, also ist ja, ja, ich sag mal so, das Spiel ist ja noch Potenzial nach oben, ne? Hätte es hier sicherlich auch. Performance-technisch, ne? Ich sag mal gut, Vierfachkarten. Ob sie das, obwohl es Vierfachkarten gibt, glaube ich schon seit der 13er Version, ne? Also irgendwann habe ich keine Vierfachkarte gespielt. Also darum kann ich da nicht sagen, dass es schon da war. Also nur ist auch nichts so ungut. Da hat ja jeder einen anderen Geschmack, ne? Aber ich bin eigentlich mehr für, also Minimum vierfach, ne? Alles andere kann man machen, muss man nicht, ne? Ich meine, die einfach von der Marsch, die haben ja auch schon große Fälle gehabt, ne? Also von daher kann man da nicht meckern, ne? Aber wie gesagt, 16. Scheint das einigermaßen zu laufen, ne? Gut, hier stehen sie noch wieder, ne? Immer noch. Ja. Aber ne, unterwegs sind unterwegs, ne? Wenn irgendwo stehen und Stau haben, dann sind sie halt nicht da, wo sein soll, ne? Ja, liebe Schauer, das soll es auch schon vorher gewesen sein. Ich wünsche auch allen einen schönen Rest Sonntag. Dann seid mal tschüss. Ciao. Ja, morgen Montag geht's weiter hier mit der Rübenernte. Und dann hoffen wir mal, dass wir die Tage fertig kriegen, ne? Ja, dann ist auch wieder hell, denke ich mal, ne? Bald, ne? Tschüss, winke, winke und, ja genau, winke, winke. Bis, vielleicht bis morgen, ne? Tschüss, tschüss und ciao.